herzlich willkommen. Maxi und ich sind schon sehr gespannt, welche Grooves wir heute zusammen mit euch lernen werden. Hey Robeat, wie lange machst du das schon? Also das Beatboxen mache ich jetzt schon 17, 18 Jahre. Und angefangen habe ich durch meinen besten Freund. Der hat das nämlich mir gezeigt. Super. Und du bist auch Europameister im Beatboxen. Genau, ja. 2014 mit Team Deutschland geworden. Wie darf ich mir das vorstellen? Eine Europameisterschaft im Beatboxen? Ähnlich wie im Sport, oder? Ja, es ist ähnlich wie im Sport. Also bei einer Meisterschaft läuft es eigentlich immer so ab. Da kommen dann aus jedem Land jeweils immer die besten Beatboxer. Bei uns war die Meisterschaft in Paris, in Frankreich. Und ja, so eine Meisterschaft läuft eigentlich so ab, ja, dass die einzelnen Teams 2 Minuten ihr Können präsentieren können. Und da gibt's dann auch eine Jury, die bewerten das Ganze. Und die besten Teams, also die 8 besten Teams, kommen dann weiter und treten dann im K.O.-System gegeneinander. Also es ist wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Da gibt's dann erst diese Gruppen und dann gibt's das Achtelfinale, Viertelfinale. Genau, und jede Runde läuft eigentlich so ab. Immer Frage, Antwort, Frage, Antwort. Also du fängst an, dann ich, dann du, dann ich. Und dann entscheidet die Jury, wer besser war. Und wie bereitest du dich vor oder wie hältst du dich fit? Naja, also es ist eigentlich wie mit dem Autofahren. Man muss die ganze Zeit Auto fahren. Also ich beatbox die ganze Zeit. Und natürlich muss man auch immer schauen, was sind so die neuen Techniken oder was ist gerade irgendwie angesagt oder kommt gut. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Arten, wie man trainieren kann. Ich empfehle auch immer den Leuten ein Mikrofon zu nehmen, weil dann auf der Bühne mit dem Mikrofon ist es auch nochmal anders zu beatboxen. Und ansonsten auch Sport machen und immer fit bleiben. So. Dann ja, ist auch ein bisschen eine Glückssache, aber wenn man, also es ist eine Tagesform auch. Genau. Man muss einfach fit sein und wissen, was man macht und aber auch spontan sein können, falls etwas Unerwartetes kommt, dass man gut reagieren kann. Wollen wir zusammen eine Runde üben? Sehr gut, ja. Oder, Maxi? Ja. Los geht's! So, und jetzt geht's hier auch schon los mit unserem ersten Grundbeat. Und wir haben heute auch noch eine Eselsbrücke, und zwar die Pizzakatze. Und ich werde das jetzt einfach mal vormachen. Und ihr könnt einfach mal mit einsteigen, um ein Gefühl für den Rhythmus zu bekommen. Los geht's. Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze. Und alle. Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza. Schön ploppen lassen, schön laut. Jetzt nur noch flüstern. Pizza, Katze, Pizza, Katze, Pizza, Katze, Pizza, Katze. Maxi übernimmt. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja, das ist der erste Schritt. Ich kann dir vielleicht noch kurz so als Tipp geben, immer schön versuchen, schön kräftig die Sounds machen, schön laut, schön ploppen. Beim Beatboxen, da geht's vor allem um die Energie und da kann's immer schön laut und kräftig sein. Okay, unsere zweite Eselsbrücke ist die Popokatze. Und wir sprechen jetzt einfach mal Popokatze. Ich mach's vor und ihr könnt einsteigen. Popokatze, Popokatze. Und alle. Popokatze, 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 Popokatze. Maxi übernimmt. Dankeschön. So, das ist unsere zweite Eselsbrücke. Unsere dritte Eselsbrücke ist wieder die Pizzakatze. Und unsere vierte Eselsbrücke ist die Zipperkatze. Wir können ja mal nur kurz Zipperkatze üben. Ich zeig's euch und ihr macht einfach mal kurz mit. Zipperkatze, Zipperkatze.
Zipaka, zipaka. Maxi, los. Zipaka, 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 zipaka. Nur noch flüstern. Okay, danke schön. Also mein Tipp an euch, lieber ein bisschen langsamer und dafür sicher. Und dann, wenn man es dann sich gut merken kann, dann kann man immer ein bisschen schneller werden. Okay, jetzt probieren wir mal alles zusammen. Pizzakatze, Popokatze, Pizzakatze, Zipperkatze. Ich mach's vor und ihr steigt einfach ein, wenn ihr euch sicher fühlt. Pizza. Popo, Katze, Pizza, Katze, Zipa, Katze. Und alle. Pizza, Katze, Popo, Katze, Pizza, Katze, Zipa, Katze, Pizza, Katze, Popo, Katze, Pizza, Katze, Zipa, Katze, Pizza. Ja, so klingt das Ganze und jetzt probieren wir einfach mal den ganzen Beat nochmal mit unserem Song zusammen. Eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal. Frohes Üben. Tschüss.